Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Commons and Settings für CS2. Heute, wie bindet man einen Jump Throw? Er wird immer wieder benötigt, in vielen Tutorials, in vielen Smokes, aber ihr schafft ihn nicht immer, dann bindet ihn doch einfach. Die folgenden Kommandos müssen eingegeben werden, nacheinander. Und bei Bind L könnt ihr einfach eure bevorzugte Taste hinterlegen. Weil ihr das alles eingegeben habt, seid ihr eigentlich schon ready für eure ersten Jump Throws? Und mit diesem Jump Throw könnt ihr zum Beispiel dann in Mirage Mitte einfach auf den Ort, wo das Geländer den Türrahmen trifft, genau hier zielen, eine Smoke in die Hand, eure Jump Throw Taste und schon seid ihr für die ganzen Mirage Matches gewappnet. Da die Kommandos am Ende des Spiels ja zurückgesetzt werden, hier noch ein verlinktes Video, wie ihr immer beim Starten von CSGO automatisch alle Binds ausführen könnt. Immer danke für euer Feedback, lasst mir gerne einen Kommentar da und auch ein Like und ein Abo, um nicht die nächsten Tutorials zu verpassen. Und das war's auch schon wieder. Auf Wiedersehen. Ciao.